So, wir hatten ja die Gruppenrichtlinien abgedatet. Und zwar die in der Gesamtheit, aber was leider dabei auf der Strecke bleibt oder nicht vollständig zur Verfügung steht, sind die Informationen des Edge-Browsers. Ja, die muss man tatsächlich separat herunterladen bei Microsoft, um dann später ja, die Möglichkeit zu haben, überhaupt die Informationen einzustellen. Ich finde das, gelinde gesagt, bedenklich, ist aber tatsächlich so, wie ich das gerade beschrieben habe, hier nach der Installation und dem separaten Download passiert genau das. Die Problematik ist schlicht und ergreifend, es gibt für die neueren Microsoft Edge Browser, alles was über Version 77 liegt, ja, ein eigenes Policy-Umfeld. Und wenn dieses Policy-Umfeld benutzt werden muss, gebraucht wird, dann muss es tatsächlich separat kopiert werden aus diesem Verzeichnis in die entsprechende Umgebung der Policy Definitions. Und nicht befriedigend, ich habe das bereits jetzt schon durchgeführt und die Gruppenrichtlinie aktualisiert, trotzdem dauert die Einstellung des Proxy-Servers etc., andere Startzeiten etc. immer noch sehr lange, länger als von Microsoft vorgesehen. Des Weiteren muss man sagen, dass diese Informationen über die Einstellungen sehr versteckt bei Microsoft sind. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Man könnte ja über eine XML-Datei das Ganze handeln, über eine Skriptdatei, aber die Idee über die Gruppenrichtlinien sind sicherlich die sinnvolleren. Ich lasse das jetzt die ganze Zeit lang laufen, beobachte das und erwarte aus Erfahrungswerten heraus, dass das nach ca. 1-2 Stunden sich tatsächlich verteilt auf alle Server. Bereite in der Zwischenzeit natürlich einen kleinen Forum, das Ganze auch noch zu testen. Bin aber doch schon sehr irritiert, wenn nicht gesagt sauer, dass das so nicht funktioniert.